Oh, hallo Leute und willkommen zurück zu After Humans. Ich fresse wie immer mal meine Kartoffel. Und was wir jetzt tun werden, ist in den Keller gehen. So, und zwar hier runter. Denn es sollte jetzt. Warte, interessant. Wir gehen nochmal ganz kurz hoch. Sollte auch schon an die Leiter gucken. Ja, der ist auch schon wieder. Okay. Denn er ist fertig. Schauen uns seine Arbeit mal an. Sind sogar schon Monster und warten. Hat sich halt bis zum Bedrock runtergekramt, so wie sie es gehört. Das heißt, wir können ihn jetzt abbauen. Genau wie die Dinger hier. Müssen dann jetzt gleich auf Meteorsuche gehen. So, lasse ich das mal. Euch können wir abbauen. Das heißt natürlich Kisten leeren. Und die Ressourcen dann gleich nach oben packen. But first of all. Kiste organisieren. Very. Pipes. Packen und rein tun. Meine Fresse. Bei gehabt. Ich weiß nicht, in welcher Mod die Trashcan drin ist, aber ich hoffe, sie ist mit drin, weil die hätte ich gern. Sitzt drin. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn so erfarmt? Ah, na, guck mal. Sehr gut. Was ist das denn? Noch ein Fossilien haben wir erfarmt. Hier haben wir auch nochmal Dragonic. Auch nochmal. Hier haben wir ein Dia drin, sehr schön. Ich nehme mal erstmal so die wirklich wertvollen Dinge raus. Dergleichen. Auch nicht dergleichen. Also ich muss zugeben, ich finde, wir haben extrem wenig Dias rausbekommen. Einen.
What the fuck? Ohre nehmen. Also da hätte ich es auf jeden... Ne, zwei, Entschuldigung. Zwei einfach rausbekommen. Auf jeden Fall mit mehr gerechnet. Copper, Tin, Fluorid, Nickel. Ja, wir sehen, wir hätten auf jeden Fall zwei, ich sag mal, zwei Müllcontainer mehr machen müssen. Silber, Eisen, Copper, Copper, Fluorid, Nickel. Was wir dann gleich noch machen werden oder in der nächsten Folge ist dann so langsam auf die Suche gehen nach. Erstmal werden wir uns noch eine Kiste machen, dafür sollten wir jetzt genug haben. Und dann werden wir uns so langsam auf die Suche nach Dings machen. Nach Meteoriten, denn wir brauchen ja noch zwei Pressen. Im schlimmsten Fall, wenn mir das so lange dauert und wir nichts finden, werde ich... Mir wurde mir schon angeboten, einen der Jungs anhauen, die hier mit drauf sind. Dass sie mir meine die fehlenden Pressen, die ich habe, kopieren. Weil die haben mir halt angeboten, wenn ich mit Eisenblöcke zu denen rüberkomme, kopieren sie mir die auch. Was ich natürlich dann auch dankend annehmen würde. Allerdings will ich erstmal selber gucken. Selbst ist der Mann, also gucke ich erstmal selbst. Also ihr seht, jetzt kommt schon einiges zustande dafür, dass wir nicht gefarmt haben, also nicht wirklich unterwegs fahren. Schon die Menge zusammen, weil die Zahl, die ihr jetzt unten seht, müsst ihr schlichtweg mal zwei bei den einzelnen Erzen rechnen. Nein, an. Habe ich auch schon. So drei Steine hätte ich im Endeffekt mehr. Reinpacken sollen. Also ich habe auch noch eine neue Maschine. Zeige ich euch gleich, habe ich aber bis jetzt noch nicht benutzt, weil ich sie nun mal gebaut habe, da man da theoretisch aus ein Dragonicum Ohr 3 das rausbekommen könnte. Allerdings bräuchte man dafür natürlich erstmal irgendetwas mit Silky Touch, was die Dinge abbaut, ohne sie direkt zerlegen. Und das hat unser Teil hier leider nicht. Ja, wenn ich das so sehe, waren die Fläche, die wir abgebaut haben, vielleicht doch ein bisschen klein. Jetzt erstmal der Redstone und der Zertus rausgenommen. Stone. Redstone, Zertus. Zert. Ich weiß nicht, was ich mit den Fossilen machen kann.
Habe ich allgemein anscheinend noch mehr gemacht. So, leider ne, doch recht magere Ausbeute, sage ich jetzt schlichtweg mal. Wir werden jetzt als erstes, hier, den habe ich noch, in dich die reinlegen. Als erstes. So, dann werden wir hier, kleinen Anfang, 11. Ich wollte nur 6 Stück, das ist richtig schade. Die Kackgeräusche, das geht mir schon. Seit geraumer Zeit auch genervt. So. Wir haben leider extrem viel Redstone. Weshalb ich es halt auch schon ausgelagert habe. Muss noch schaffen. 2 Diamanten leider nur. Das ist echt nicht viel. Möchte ich dir anmerken. 2 Diamanten ist leider echt nicht viel. So. Ich habe gesehen, das ist theoretisch gar nicht so scheiße, weil man es halt hiermit verwenden könnte, glaube ich. Nein. Genau, war das mit den Ofen. Den einen. Einen anderen. Denn wir können jetzt was sehr Interessantes bauen. Die Chest. Findet ihr die so? Leider nicht. Aber unter Chest sollte er sie finden. Die hier will ich bauen. Irgendwo habe ich doch noch Kabel hier drin. Glaube ich auch gehen hier mit. So, was brauchte ich? Ich brauchte 2 Truhen, glaube ich. Moment. Zwei Truhen, ein Ofen, 4 Barren. Und den. Und die Workbench. Ich glaube, ich stimmt. Wer da noch Workbench ist, das weiß ich. Habe ich irgendwo gestapelt. So, ein Ofen. Und 2 Kisten waren das. Zack. Dann werden wir uns diese wunderschöne Chest machen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob man die Dinge auch normal abbauen kann. Du bist das. Die Kackgeräusche gehen mir schon seit Jahrzehnten auf den Sack. Ja, Jahrzehnte. Ihr habt richtig gehört. Du bist jetzt mittlerweile eh leer, oder? Ja, dich brauche ich hier also theoretisch nicht. So. Hier die Chest hin. Sind wir hier mit an? Denn die Chest braucht Energie, wie man vielleicht sieht. Und das Interessante an ihr ist, ich will sie mal eben testen. Wenn ich nämlich jetzt, sagen wir mal, ein Eisen hier unten in die Fläche rein tue,
dann brennt sie dieses eine Eisen und wir bekommen zwei Eisen raus. Sie brennt also direkt und zerlegt wieder Pulverweiser. Ihr versteht den Vorteil dieser Chest? Und nicht nur das. Guckt euch die Menge an, wie schnell sie die verarbeitet. Natürlich braucht sie dafür auch relativ viel Energie. Aber es ist eine ultra geile Chest. Und dann guckt euch den Platz an. Oder den. Wir haben hier sogar noch ein Worktable drin. Eine Workbench. Die Chest ist schlichtweg ultimativ geil. Mir leid, das so sagen zu müssen. Ja, wenn man vergleicht, wie schnell der das im Vergleich dazu ist, ist das halt echt langsam. So. Da ist noch eine Pipe. Was? Ne, meine Karte sieht wieder normal aus. Ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich meine Karte vom Aussehen her geändert. Aber Karte meint nein. Scheiß drauf. Was ich jetzt haben möchte, ich mal einfach an. Hier kriegst du Eisen mit rein. Denn wir müssen jetzt natürlich hier unseren Boden auch mal wieder neu aufbauen. Hier gehört ja noch ein Boden rein. Das soll ja im Verlaufe des Spiels zu unserem E-Keller werden. So. Ich erstmal so lassen, dann kommt unten stehen. Ich liebe sie jetzt schon, ne? Der einzige Nachteil an ihr ist halt, sie frisst ultra viel Energie. Kann aber auch gut spielen. Keep the coal in stacks full. Only pull the coal smelting. Sorry. Was sie, glaube ich, nicht machen kann, ist Alloy, oder? Weiß ich nicht. Oh. Auf jeden Fall. Wir hauen jetzt erstmal schlichtweg da alles rein. Die Pure Flex-Dinger sind übrigens fertig geworden. Wie ich hier gerade sehe. Der ist halt auch so viel schneller als normaler Ofen. Wenn ich mal im Vergleich anschaut. Der ist halt immer noch dabei und ich habe ja hier die wenigeren Dinger reingepackt und hier die meisten. Das ist aber jetzt im Grunde genommen unser neuer Ofen. Nur Alloy kann er halt leider nicht, soweit ich weiß. Wir könnten es ja. Stone, Glowstone. Ich kann es nicht mal in den Stack da unten reinlegen, also. Das kann er wohl gar nicht. Oh Gott, ich liebe das nicht.
Der Chronic Evolution hat davon, von solchen Sachen übrigens noch deutlich mehr. Also, es ist sowieso total übertrieben, was die Sachen haben. Allerdings sind sie halt recht teuer, weil man halt sau viele von diesen Barren braucht. Was ich jetzt. Weil ich das nicht in einem echten Ofen gemacht habe, oder wieso nicht? Connect Tablet. Das so. Oh, Stein und ein Staub. Jetzt habe ich nur keinen Staub mehr, ne? Kann ich den. Oh, Moment. Ja, scheiße. Eigentlich kann ich den auf Alloys Only stellen. Den könnte ich abbauen. Moment. Das ist die totale Verschwendung, die ich hier gerade mache. Aber es geht um Achievements. So. Better than Diamond. Doch normaler Stein. So einer. Everything you need to know all in one piece. Place of people who have gone. Go to the patch site. Die Spitzhacke möchte ich auf jeden Fall haben. Der Bogen wäre nicht schlecht. Die Rüstung wäre nicht schlecht. Das hier ist dann die nächste Stufe. Mit den Dragonheart. Das können wir jetzt aber sowieso noch nicht machen. Dafür müsste man in The End. Das hier füllt Sachen auf, die Energie brauchen. Sundial lässt, glaube ich, die Sonne auch hoch und auf und unter gehen. Die Chest haben wir gerade gebaut. Ein Reaktor und Energiespeicher hat es nämlich, glaube ich, auch noch. Reaper Enchantment, Chronic Shield, keine Ahnung. So viel drin, the very basic of section of known research. This ore can be found in the overworld below Y level 8 as well as the nether at any Y level. Also it is extremely rare in both. You can also find in much larger continent and both in the main island and the comet that randomly spawns through the end. Das when mined. Can be increased 4 bis 12 Fortune 3 Enchantment. Das brauche ich auf jeden Fall. Fortune 3 muss drauf. Jetzt habe ich hier meine Erfahrungspunkte bereits gespeichert. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Ich habe halt bereits das Teil gebaut, womit man Erfahrungspunkte speichern kann. I.O. Was ich jetzt natürlich auch noch haben möchte, ist der hier. Habe ich 2 Dias. Ja. Dark Steel hätte ich 3. Ich bräuchte aber 4 dafür, ne? Ja. Mach ich
Dark Steel. Okay, Moment, ich hab den. Nur leider kein rohes Obsidian mehr, ne? Aber ich meine, man könnte auch 4 Stück Coal, Eisen. Ah, ne, vielleicht nicht. Vielleicht kann man das nicht. Zurück. Dann müssen wir Plan B machen. Und zwar. Du. Mitkommen. Wie lange nehme ich auf? 26. Sollten wir noch hinkriegen. So, wir holen uns jetzt Obsidian mal wieder. Hallöchen, my friend. Aua, aua. Okay. Was scheiße. Wir kommen hier früher oder später irgendwo bei Lava raus. Wie gesagt, das ist ein ganz schön langer Tunnel, der schlichtweg geradeaus geht. Und nicht nur das, das wird wahrscheinlich auch der Ort, die Orte sein, wo ich dann... Obwohl, das ist so niedrig. Aber hey, Lava. Wieso kommt man eigentlich auf die schwachsinnige Idee, Obsidian immer so lange brauchen zu lassen zum Abbauen? Aber das reicht jetzt erstmal schon. Ich meine, ich brauche auf Dauer noch mehr Dark Steel, ohne Frage, aber für jetzt reicht es. Und ihr habt gesehen, wo, da würde ich dann theoretisch Offstream auch einfach abfarmen. Da müsst ihr dann jetzt nicht beistehen, weil ihr habt ja schon mal gesehen, wie ich Obsidian farme. Aber der Tunnel geht übrigens noch deutlich weiter in diese Richtung. Wie gesagt, den habe ich so lange schlichtweg in diese Richtung gefarmt, bis ich meine Dias gefunden habe, die ich brauchte, um die Quarry zu bauen. Beim nächsten Mal wird das mit der Quarry übrigens nochmal deutlich langsamer gehen, denn ich werde diese wahrscheinlich wie heißt es, diese mit nur 2-3 Solardingern anschließen. Sprich, sie wird sowieso nur am Tag laufen und dann halt nur mit 20 RF. Also nur so schnell wie die Sterling gelaufen ist. Was wir allerdings machen können, ist hier erstmal irgendwo in der Oberfläche noch ein fettes Loch graben. Was mir gerade einfällt, was mich gerade nervt, ist, ich habe die Dings hier gar nicht. So bräuchte ich so. Also ich kann hier diese eine Bar gar nicht aufrufen.
Gut, das ist auch ein sehr wichtiges Item. Komm, stellen wir es einfach mal blöd in die Ecke. Denn hiermit können wir uns jetzt Verzauberungen aussuchen, die wir haben möchten. Wir nehmen ein Buch, nehmen die benötigten Items und bekommen das Buch mit dieser Verzauberung. Da bräuchten wir theoretisch noch einen Amboss und könnten dann natürlich... Looting will ich nicht. Forschen wollte ich. Silk Touch wäre auch interessant. Effizienz auch. Ah, scheiße. Für Fortium brauche ich Emeralds. Dann arbeiten wir, glaube ich, erstmal mit Silk Touch lieber. Hatte ich nicht sogar irgendwo ein... Hatte keinen Grün-Slime, oder? Slime. Da hätte ich halt Slime, aber... Ich glaube, das geht. Oh, das ist echt scheiße. Ich habe halt leider keinen Grünschleim. Ja, ach so, boah, Jellyfish will ich einbekommen. Super. Das ist richtig scheiße. Ich hätte auch keine Federn, oder? Ich habe finally einen Bogen. Mit einem Skelett bekommen. Sollte vielleicht mal anfangen, ein paar Hühner zu töten. Auch schon mal ein Enderman eigentlich schnappen, wenn ich gleich unterwegs bin. Denn das nämlich jetzt gleich direkt danach auf, wie ich halt schon mal so ein paar Meteoriten absuche. Und zwar werden wir uns das jetzt in der nächsten Folge, beziehungsweise für mich jetzt direkt anschauen. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.